Hey, Janette! Normalerweise habe ich mal jede Woche meine Videos gemacht, unabhängig davon, was gerade so in meinem Leben abging oder wie viel davon gerade in meinem Leben abging. Und was soll ich sagen? Gerade hat sich so unfassbar viel in meinem Leben geändert, dass ich es euch unbedingt erzählen wollte. Wahrscheinlich habt ihr es schon im Titel gelesen, ich habe meine erste eigene Wohnung. Und entschuldigt bitte, dass es hier so hallig ist, das ändert sich natürlich alles auch noch. Ich zeige euch gleich auf jeden Fall noch die Wohnung, aber zuerst muss ich euch noch unbedingt was erzählen, was mir echt am Herzen liegt, dass ihr das wisst. Und zwar ist es irgendwie ein echt surreales Gefühl für mich, hier in meiner eigenen Wohnung zu stehen. Denn ihr müsst wissen, es war immer mein Traum von meiner Leidenschaft, Videos zu produzieren, beziehungsweise filmische Sachen zu machen, Effekte zu machen. Ja, dass ich davon leben kann. Und ja, nach vielen Jahren sehr harter Arbeit, sehr kurzen Nächten und so weiter, kann ich jetzt sagen, dass ich eine eigene Wohnung habe und meine Leidenschaft einfach mein Beruf, mein Job, wenn man das so nennen kann, geworden ist. Und als ich einfach hier eingezogen bin, diese Woche Montag, war das ein so krasses Gefühl irgendwie, dass man dieses Ziel, was man die ganzen Jahre so vor Augen hatte, irgendwie dann erreicht hat. So, das war jetzt aber erstmal genügend cheesy Gelaberei. Ich zeige euch jetzt erstmal meine Wohnung. Durch diese Tür geht es auf jeden Fall in die Wohnung rein. Hinter mir ist mein Schlafzimmer, da gehen wir aber besser noch nicht rein, da ist noch gar nichts fertig. Hier geht es ins Bad, eine Dusche, Waschbecken, allem was dazugehört. Und hier vorne hinter mir geht es direkt in mein Wohnzimmer mit offener Küche und schaut es euch einfach selber an. Warte mal, da fehlt doch noch was. Das hier wäre doch kein angeschrieben Video ohne ein bisschen Effekt-Action. Andere Frage, warum bin ich eigentlich hier hingezogen? Einige von euch haben es sich sicherlich schon gedacht, ich bin jetzt offiziell Teil der Julian Bam Crew. Und das bedeutet für mich, ich kann einfach noch mehr richtig coole Videos machen. Und zwar nicht nur auf meinem eigenen Channel, sondern auch noch auf anderen. Das bedeutet, ihr bekommt noch mehr coole Videos zu sehen und das bedeutet für mich, ich kann einfach noch besser meiner Leidenschaft nachgehen. Denn darum geht es mir wirklich, einfach so viele coole Videos wie möglich zu machen. Das steht einfach bei mir in erster Stelle und oh, ich bin einfach richtig hyped auf die ganze Zeit hier. Aber jetzt keine Sorge, das bedeutet auf keinen Fall, dass hier nicht mehr regelmäßig Videos kommen. Ich werde hier auf jeden Fall regelmäßig Videos noch auf diesem Channel weitermachen, auch so wie ihr sie vorher kanntet. Aber ich habe auf jeden Fall noch viele neue Ideen. Ich will auch noch viele neue Sachen jetzt ausprobieren mal, jetzt wo ich hier bin. Also seid gespannt auf viele neue coole Sachen. Da kommt echt was auf euch zu. Ach ja, und wie es jetzt eigentlich dazu gekommen ist, dass ich hier in der Julian Bam Crew bin, kann ich ja mal in einem anderen Video erzählen, falls ihr das möchtet. Schreibt es mal unten in die Kommentare. Abschließend zu diesem ganzen Video muss ich auf jeden Fall nochmal sagen, dass es echt was Neues für mich ist, hier so ein Video zu machen. Schreibt mir mal in die Kommentare oder zeigt mir auch unbedingt eine Bewertung, wie ihr das Video fandet. Das ist echt auch was Neues für mich. Deswegen würde ich mich extrem über Feedback freuen. Ja, dann würde ich sagen, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, was hier zukommt, alles noch so abgeht, könnt ihr hier meinen Channel abonnieren und folgt mir auf meinem ganzen Social Media Kram, wenn ihr mal up to date sein wollt, wo ich überall mithelfe, was so bei mir abgeht. Und ja, würde ich sagen, oder rein. Trotzdem, cool, dass du das Video bis zum Ende geschaut hast. Eben schnell die Jacke geholt. Hashtag Kapuzenmodus. Und wir sagen, wir sehen uns nächste Woche wieder. Ich habe so Bock auf die Zeit hier. Ich hoffe, ihr auch. Bis dann. Ciao.